Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play der Football Manager 2019, Staffel 2, Folge 2. Und ich bin erkältet. Man hört es vielleicht: Männer schnupfen, Männergrippe, Kleide still. Werde also versuchen, nicht ins Mikrofon zu rotzen. Wo stehen wir? Der erste Spieltag ging mal gründlich in die Hose. Nur 1 zu 1 in der zweiten Liga gegen Greuther Fürth. Unser nächster Gegner ist Jan Regensburg. Jan Regensburg hat das erste Spiel verloren. Und sie sind bei den Medien als Absteiger Nummer 1 gehandelt. Das heißt natürlich noch nicht, dass dann wir hier gewinnen können. Ich befürchte, Finn Bogason wird den Verein verlassen. Da ist er weg. Kader nicht breit genug aufgestellt. Ja, das ist richtig. Das sehe ich genauso. Die Transfers macht der Stefan Reuter, unser Sportdirektor. Aber natürlich der nächste Wechsel. Und auch Kevin Danso ist weg. Wir haben jetzt damit ein Transferbudget von 43 Millionen Euro, haben ein Gehaltsbudget von 27, wo wir aktuell 18 Millionen ausgeben. Das sind natürlich jetzt wieder zwei Stammspieler, wo uns wegfallen. Naja, vertrauen wir mal, dass es da noch. Ja, vertrauen wir mal, dass der Stefan Reuter da nochmal Spieler verpflichtet. Finn Bogason und Danso natürlich gesetzt gewesen bei unserem Kader. Letzte Saison war Danso eigentlich meistens gesetzt, Finn Bogason eher nicht. Hat schwach gespielt, wenn er gespielt hat. Da haben andere im Sturm gespielt, aber die sind ja auch nicht mehr da. Ja. So. Unsere Aufstellung sieht damit so aus. Rajkovic, Paslak, Gouveleev, Bauer, Ulmer, Schmidt, Bayer, Khedira, Hahn und im Sturm Richter und Cordova. Angreifen. So. Wir müssen also eigentlich einen Spieler aus der zweiten Mannschaft nach oben ziehen. Wen nehmen wir da? Ja, wie meint es jetzt? Alles vergessen. Egal. Julian Schieber.
so, ja. Ja, bin ich. Haben wir jetzt Schwan gemacht. So will ich das jetzt natürlich. Eigentlich müsste der Schieber jetzt. Ja, sitzt auf der Bank. Oh. Ah, Berkay Öcalan, VfB Stuttgart, Rotationsspieler. Hat letzte Saison 12 Mal in der ersten Liga gespielt. Stuttgart ist abgestiegen, wohlgemerkt. Ich muss mal was trinken. Hier also nochmal die Transferübersicht. Wichtigste Transfers in der zweiten Bundesliga war Benjamin Pavard für 33,5 Millionen zu Manchester United gegangen ist. Auch der zweite Wechsel hat ein Stuttgarter Spieler den Verein verlassen. Gonzalez ist nach Hoffenheim gegangen. Dann ging Max von uns nach Stuttgart und Mangala ging von Stuttgart nach Hertha. Schauen wir mal auf der ersten Liga an. Was ist da der Top-Transfer? Ja, natürlich Joshua Kimmich. Ist von Bayern nach Paris gegangen. Hector Bellerin von Arsenal zu Bayern. Und auch Panagiotis Retsos ist zu Bayern gegangen. Und auch Niklas Süle ist zu Paris gegangen. Für 40,5 Millionen. Richtig. So, die anderen Partien am Freitag neben unserem Spiel gegen Regensburg, Düsseldorf gegen Duisburg. Gegen Regensburg gab es ein Unentschieden. Regensburg gab es ein Unentschieden. Wann war denn das? Ein Testspiel. 0 zu 0. Okay. Julian Schieber, fehlende Nummer. Ja, Jan Regensburg, also unser Gegner. Die spielen mit Weiß, Korea, Seiner.
Koulibaly, ja, den möchte ich auf jeden Fall bringen. Bauer. Schön, wie weiß den Ball da runter holt. Tor, oder? Nein! Mein Gott! Riesenchance, Riesenchance. Cordoba, er macht's nicht rein. Wir haben mehr Ballbesitz. Na, jetzt ist es unentschieden. Wir schießen mehr, aber wir machen die Tore nicht. Halbzeit, das ist natürlich nichts bisher. Auch in Düsseldorf keine Treffer. Salah sieht gelb. Ulmer. Ui, Riesentat von Rajkovic. Wir wechseln jetzt mal. Kajubi für Cordoba. Kajubi letztes Jahr unser bester Torschütze gewesen, obwohl er ewig lang schon vor Saisonende mit einer Achillessehnenverletzung ausgefallen ist. Ulmer, Bayer. Kedira.
Tor, Khedira, 76. Minute. Vorarlberg Bayer, unsere zentralen Mittelfeldleute. War ein Aufsetzer, genau gepasst hat. Wir werden jetzt ein bisschen warten und dann wechseln. In Duisburg schießt das 1:0 in Düsseldorf. Jetzt aber wieder Düsseldorf. Quatsch. Da waren schon jetzt zwei ziemliche Hänger drin. Nehmen wir jetzt auch den zweiten Stürmer raus, Marco Richter, für ihn kommt Schieber. Auch der dritte Wechsel, Leib kommt für Schmidt. Drei Minuten Nachspielzeit. Oh, nochmal die Chance. Sieh wieder so ein blödes Tor. Oh. Wie reicht das für uns? Ja, aber auch nicht drin. Sieg. Nun ja, Maximilian Bauer mit seinem Debüt. Auch Leibliga-Debüt. Sein 75. Karrierespiel. Herrn Regensburg hat 19 Spiele in Folge nicht gewonnen. Richtig überragend war das jetzt auch nicht. Duisburg gewinnt gegen Düsseldorf 1:0 und damit ist der MSV Duisburg jetzt Tabellenführer vor uns. Allerdings haben die anderen Mannschaften ja nicht gespielt. Bauer wird als Jürgen Kohler gehandelt. Ich möchte es mal was ausprobieren, nämlich bei den Highlights. So, jetzt mal. Nee, passt so. Unser nächster Gegner jetzt im DFB-Pokal, der KSC. Die sind ja aufgestiegen. Wir simulieren jetzt noch bis zum Karlsruhe-Spiel.
So, dann die Samstagsspiele. Magdeburg, Köln, St. Pauli, Sandhausen und Stuttgart, Kaiserslautern. Schauen jetzt mal, was unsere Scouting-Liste eigentlich gezeigt hat. So. Fabian Schnellhardt. Der geht nicht, so also kann ich den jetzt nicht da dazu nehmen. Transfer. Also, von Ende her sieht es von nichts. So. Transfer. Fairliste. Gescoutet. Und haben wir da jetzt irgendeinen, der keinen Verein hat? Aha, da unten haben wir welche.
Ja, mal sehen, was sich da noch tut. Köln gewinnt 2-1 gegen Magdeburg. St. Pauli und Sandhausen 2-2. Und Stuttgart schafft den Sieg gegen Kaiserslautern 1-0. Damit ist Köln jetzt vorne. Duisburg ebenfalls 6 Punkte. Und Sandhausen und Augsburg mit jeweils 4 Punkten. Ohne einen Punkt bisher Jan Regensburg, Düsseldorf und Magdeburg. Ich möchte jetzt mal kurz schauen, die zweite Liga. Trainerwechsel. Haben wir noch keinen. Letzte Saison gab es ja ein paar. Was gab es da? Ingolstadt. Carsten Janka eingestellt. Union Berlin hat Martin Schmidt geholt. Sandhausen hat Gistol geholt. Heidenheim hat Sagnol geholt. Willi Sagnol. Unsere U19. Verliert gegen Hertha 3:2, schade. Die dritte Runde ist im DFB-Pokal ja unser erklärtes Ziel. Die nächsten Partien: Aue gegen Greuther Fürth, Kiel gegen Union Berlin und Dresden gegen Bielefeld. Greuther Fürth gewinnt gegen Aue 2-1, also so schlecht sind die dann gar nicht. Union Berlin besiegt Kiel 3:0. Und Bielefeld und Dresden 0-0. Damit haben jetzt bis auf das Montagsspiel Karlsruhe, Ingolstadt alle gespielt. Und wir haben in Union Berlin, Köln und Duisburg drei Mannschaften mit 6 Punkten. Duisburg ist ja unser nächster Gegner in der Liga. Und dann folgt Stuttgart und Bielefeld. Puh.
Tut sie nix. Karlsruhe Ingolstadt, also das Montagsspiel. Ich muss ja mal kurz an meiner Pumpe umdrücken. Oh, Schnellhardt vom MSV Duisburg. Könnten wir verpflichten? Prüft Angebot. Karlsruhe schlägt Ingolstadt 1-0. Der KSC damit 3 Punkte, Ingolstadt 0 Punkte. Und Khedira in der 11. der Woche. Stoppelkampf wäre natürlich schon schön, wenn wir den holen könnten. Wir haben drei Spieler in den Profikader berufen: Arthur Merkel, Lasse Jürgensen, Felix Schwarzholz. Sehen wir, die sich behaupten. Paloschi. Hubmar. Das Angebot wurde abgelehnt. Ist ja nicht blöd. Karlsruhe ist 10. Ein Sieg, eine Niederlage. Also jetzt auch kein Selbstläufer, dass wir das schaffen. Wir haben Rosa verpflichtet. Offensiven Mittelfeldmann Bernardo Rosa.
Aha, wir haben Fabian Schnellhardt verpflichtet. Warum habe ich den Rosa da eigentlich jetzt nicht drin? Aha. So, Rosa. Und Jensen ist verletzt. Spielt bisher auch keine Rolle. Ja, ich bin wieder kurz vor der Entlassung. Bla bla blub. Karlsruhe, bisherige Spiele? Keine. Ich bin gespannt, ob Schnellhardt gleich dran ist.
Ja, also auch noch einige Spieler, die ich jetzt auf die als Transferziel festgelegt habe. BPK-Spiele am Freitag. Stuttgart gewinnt 4-0. Darmstadt 1-0, Gladbach 5-0. Neuer VfB, also so jetzt was neuer Ratschlag? Ja, machen wir jetzt eine Spielpraxis, das weiß ich. Schnell hat nur auf der Bank erstmal. Okay. Das heißt, keine großartige Veränderung. Bauer bleibt drinnen. Cordoba ebenso. Okay. Ja, das war jetzt lang wieder. Wie lang war es? 45 Minuten. Damit ist Teil 2 der Staffel 2 beendet. Und ich werde morgen weiter simulieren. Ich bedanke mich für euer Interesse. Passt auf euch auf. Bleibt eurer Linie treu. Bis bald. Ciao.